Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video mit Templates auf Klassen beschäftigen, wie das in C++ aussieht. Und hierzu habe ich ganz einfach schon mal eine Klasse IQ gebaut. Das ist eben eine Abstraktion. Wir sehen hier, wir haben bloß einen virtuellen Destruktor und mehrere Methoden, die dann eben die Objekte, die von Instanzen dieser Klasse hier ableiten, oder besser gesagt, die Instanzen sind von Klassen, die von dieser Abstraktion ableiten, um es ganz genau zu nehmen, dass sie dann eben diese API haben. Und ich habe hier wiederum eben ganz einfach ein Template so definiert, und wir haben hier eben dann als Parameter dieses T eingesetzt, um eben ein Item in die Schlange einzureihen. Und wir haben hier eben das DQ, das ist ja das erste Element aus der Schlange, oder das vorderste Element, um genau zu sein. Das gibt eben dieses T wiederum zurück. Und wir sehen hier eben die eine Besonderheit. Es gibt nach dem Klassenbezeichner eben kein Klammer, Spitze, Klammer auf, T, Klammer zu. Das ist in C++ nicht üblich. Warum? Dieses Spitze, Klammer auf, T, Spitze, Klammer zu, wird einfach durch dieses Template Class T ersetzt. Das ist einfach die Definition, dass auf dieser Klasse eben ein Template T existiert, das dann eben innerhalb des Scopes dieser Klasse hier verwendet werden darf. Und wenn ich jetzt eben von dieser Klasse ableiten möchte, dann habe ich eben zwei Möglichkeiten, genauso wie in C# mit den Generics. Ich kann entweder sagen, ich möchte jetzt diese Abstraktion hier implementieren. Dann mache ich mir natürlich eine Klasse Q beispielsweise, die eben von IQ ableitet. Und in diesem Fall würde ich eben auch für Q wiederum ein Template generieren und dann dieses Template einfach weiterreichen. Das heißt dann eben, das ist natürlich Blödsinn, dass hier Public steht, hier sollte natürlich Class stehen. Und damit habe ich eben letztendlich dieses Template für meine Subklasse, das ich hier definiert habe, einfach an die Basisklasse weitergegeben. Also ich hätte dann eben auch hier wiederum die Möglichkeit, dass ich hier eben jetzt in Q überschreibe. Und ich lasse mir hier eben ein Item übergeben, das ist ein Override, und hier könnte ich dann tatsächlich meinen Code reinsetzen für diese Methode. Oder ich mache eben hier DQ, das ist eben auch ein Override, und hier würde dann mein Code drin stehen. Ich schmeiße erstmal noch eine Exception. Und so kann ich dann eben schrittweise diese Sachen hier aufbauen. Ich hätte dann hier eben die Möglichkeit, dass ich ein int getCount mache, constant override. Oh, Entschuldigung, ich habe hier vergessen, dass ich das virtual mache. Das ist natürlich ein Fehler. Und wenn ich möchte, könnte ich eben auch noch hier, also so ganz grob kann man das ja mal anskizzieren noch. So, und so könnte ich dann eben schrittweise meine Klasse aufbauen. Ich habe hier einfach dieses Template nochmal für meine Subklasse definiert und beim Ableiten eben an die Basisklasse weitergegeben, genauso wie man das in C# auch machen kann. Die zweite Möglichkeit ist natürlich, dass ich einfach eine bestimmte Implementierung mache, also beispielsweise eine int_q, und die leitet eben von iq ab mit int. Dass ich hier direkt eben dieses Template auflöse für meine Subklasse. Auch das ist eben möglich, und hier würde ich dann eben die Members für int_q aufführen. Ähnlich wie ich das hier oben eben gemacht habe. Dann würde ich eben für dieses T direkt int schreiben. Also diese zwei Möglichkeiten gibt es. Das ist jetzt nichts Neues, weil das geht in C# genauso.
Einen Hinweis möchte ich aber noch geben. Und der heißt, keine Source-Files für Template-Klassen. Wenn Ihre Klasse ein Template einsetzt, eben wie wir das hier beispielsweise haben oder hier bei IQ weiter oben, das sieht man jetzt gerade nicht mehr, dann können diese nicht in Header und Source-Files aufgeteilt werden. Wenn wir Templates einsetzen, sind die entsprechenden Methoden, die dazugehören, eben immer inline. Es geht nicht, dass ich jetzt sozusagen hier die Implementierung für Q in eine Source-Datei mache, die dann eben irgendwie q.cpp heißt und dann hier eben bloß für diese Q die Deklaration mache und die Implementierung dann eben in dieser Datei hier unten vornehme. Das geht nicht. Deswegen müssen auch eben alle Klassen oder alle Methoden, vollkommen egal, die mit Templates ausgestattet worden sind, eigentlich in den Header. Und die berühmten Bibliotheken in C++, solche wie eben Standard Library, die wir ja schon einige Male jetzt eingesetzt haben, oder beispielsweise Boost C++ oder das Qt Framework. Diese setzen teilweise eben sehr stark auf Template-Programmierung. Der vorherige Name von der Standard Library war übrigens die Standard Template Library. Also da war sozusagen der Name hier schon Programm. Und deswegen, wenn man diese Libraries mit in seinen C++-Code einbindet, ist jetzt hier sozusagen die Lösung dafür, warum in den Headern direkt die Implementierung bei diesen Libraries zu finden ist, weil die einfach sehr stark auf Templates aus sind und dadurch eben alles im Header stehen muss. Templates sind dann letztendlich inline. Für uns hat das aber den Nachteil einer langen Kompilierzeit als Softwareentwickler. Und das hängt eben damit zusammen, dass eben ständig die Implementierung für diese entsprechenden Klassen und Methoden, die in solchen Libraries mitkommen, die werden immer wieder neu durchkompiliert. Warum? Weil wir eben direkt die Definition mit in den Headern haben und nicht bloß die Deklaration. Das ist eben der einzige wirkliche Nachteil von Templates, den kann man aber meines Erachtens super umgehen, indem man eben hier Precompiled Headers in Visual Studio einsetzt. Das heißt, diese Header-Dateien sind schon fertig kompiliert und werden dann vom Compiler richtig in das jeweilige Object-File eben eingesetzt, ohne dass sie ständig neu kompiliert werden müssen. Aber letztendlich hängt das eigentlich bloß damit zusammen, dass Template-Klassen oder Template-Methoden nicht in Header- und Source-Dateien aufgeteilt werden können. So viel zu Templates. Es gibt noch sehr viel mehr zu sagen zu Templates. Die haben noch wesentlich mehr Möglichkeiten im Vergleich zu Generics in C#. Man kann zum Beispiel hier einen Default-Typen mit angeben. Also man könnte hier eben sagen, dass der Default-Typ eben gleich String sein soll. Oder da müsste ich das erstmal implementieren. Oder nehmen wir mal hier wirklich Int. Also sowas ist zum Beispiel möglich. Dann muss man eben beim Erstellen eines Q-Objekts dieses Template nicht wirklich auflösen, weil es eben automatisch gemacht wird. Und es gibt noch andere Sachen. Man kann hier Class und Type Name spezifizieren. Das hat im Wesentlichen nicht viele Unterschiede, aber auch teilweise in bestimmten Situationen ist dann doch ein Unterschied da. Nichtsdestotrotz, auf diese Spezialitäten für Templates möchte ich jetzt nicht eingehen. Wenn Sie sich in Ihrer Programmierkarriere weiter mit C++ beschäftigen, würde ich Ihnen aber auf jeden Fall raten, dass Sie Templates nochmal genauer unter die Lupe nehmen und dadurch... Also man kann zum Beispiel auch
polymorphartig programmieren mit Templates, ohne dass man eben direkt Abstraktionen einsetzt, sondern man ruft einfach auf Templates bestimmte Funktionen auf und diese müssen dann eben von den entsprechenden Methoden oder Objekten, die für diese Templates eingesetzt werden, eben erfüllt sein. Ohne das, damit kann man eben beispielsweise so ein polymorphartige Aufrufe erreichen, obwohl die eigentlich vom Compiler fest verlinkt werden. Genau, das sind eben Templates. Wie gesagt, nochmal anschauen, wenn Sie sich weiter in C++ reinarbeiten möchten nach dieser Vorlesung. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald!